Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es geht mal wieder um Medienkritik. Ich muss mal wieder eine richtige dicke Fehlleistung hier würdigen, in Anführungszeichen. Es gibt in der ARD eine Sendung, die nennt sich Druckfrisch. Die erscheint seit 2003, da wird sie ausgestrahlt, das heißt für die letzten 16 Jahre schon. Einmal im Monat kann man sie sehen, jeweils am letzten Sonntag des Monats um 23.35 Uhr für 30 Minuten. Und der Moderator der Sendung heißt Dennis Scheck, den Namen sollten Sie sich merken. Das ist der Mann, den Sie auf dem Thumbnail, also auf dem Deckbildchen zu diesem Video gesehen haben. Und das, was er da von sich gegeben hat in der jüngsten Sendung zum Buch von Max Otte, Weltsystemcrash. Ich sag's gleich nochmal dazu, obwohl es fast alle hier auf diesem Kanal wissen, dass der Mann, bei dem ich beschäftigt bin. Und das, was er da von sich gegeben hat, das will ich hier zitieren, um zu zeigen, wie auch in diesem Fall wieder eine unterirdische Leistung hier, für das viele Geld geboten worden ist, das wir jedes Jahr zahlen. So, Dennis Scheck, der wird von der ARD selbst auf der Webseite vorgestellt als ein Mann, der Ihnen, Zitat, die besten Romane, Sachbücher und natürlich die Schriftsteller zu diesen vorstellt. Und was der Mann macht, das will ich Ihnen jetzt mal wiedergeben oder was er da von sich gegeben hat. Er beginnt in seinem kurzen Statement etwa eine Minute und ein paar Sekunden. Das ist ein Schnelldurchlauf, der in jeder dieser Sendungen stattfindet. Da wird also sozusagen im Blitzverfahren wird die Top 10 in der Spiegel Bestsellerliste vorgestellt. Und da hat sich Max Otte ja in den vergangenen 2 Wochen auf Platz 7 positioniert. So, zunächst mal der erste O-Ton von Dennis Scheck. Schreibt der AfD-Vordenker Max Otte, unterschlägt dabei aber, dass es gerade alarmistische Aufmerksamkeitsprofiteure wie er sind, die dafür sorgen, die Risse und Spaltungen in westlichen Demokratien größer werden zu lassen. So, also da wirft der Otte vor, Max Otte vor, die Risse und Spaltungen in westlichen Demokratien größer werden zu lassen. Der Spalter ist also in dieser Logik, in dieser Argumentation derjenige, der Fehlentwicklungen und Probleme in unseren Gesellschaften kritisiert und nicht die, die diese Probleme und Fehlentwicklungen verursachen. Wir haben in diesem Land über 10 Millionen Menschen, die in prekären Situationen angestellt sind und nicht das verdienen, was sie zum Lebensunterhalt brauchen oder vielleicht gerade so. Wir haben die größte Einkommensspaltung in diesem Land seit 100 Jahren. Vielfach dokumentiert, kann man überall abrufen. Wir haben eine politische Kaste, die sich nicht mehr um die Bevölkerung, um das Wahlvolk in diesem Land schert, die das Parlament ausgeschaltet oder gleichgeschaltet hat. Ich habe das hier auch schon dokumentiert. 60% der Abgeordneten im Deutschen Bundestag werden über die Landeslisten der Parteien bestimmt und nicht durch die erste Direktstimme derjenigen, die wählen gehen. Und dann haben wir die Massenmigration seit 2015, das hören diejenigen, die man damit adressiert, nicht gerne, aber es ist nun mal so, die hat die bestehenden Kapazitäten in diesem Land bei weitem überfordert und Angela Merkel weigert sich bis heute, diesen Fehler einzugestehen. Diese und andere große Fehlentwicklungen, ich erinnere auch an die hohen Steuern, die hohen Strompreise, die Energiewende und vieles mehr, das spaltet dieses Land und nicht jemand, der die Probleme beim Namen nennt. Das ist mal das Erste. Aber hier noch ein weiteres Statement von Dennis Scheck. Aus diesem Buch lässt sich lernen, wie ein Feindbild konstruiert wird. Angela Merkel, die EU, der Mainstream, die herrschende politisch-mediale Elite. Und wie Max Otte versucht, am selbstentzündeten Feuer der Empörung sein unappetitliches Süppchen zu kochen. So, hier wirft der Max Otte also vor, ein unappetitliches Süppchen zu kochen. Das ist natürlich ein horrender Vorwurf, aber er ist im Grunde gegenstandslos. Und wenn man das mal zusammenfasst, das ist meine Begründung für diese Behauptung. Der Mann, der das hier gesagt hat, Dennis Scheck, der zitiert aus Max Ottes Buch aus 600 Seiten einen Satz und 2 Wörter und einen Namen, den von Angela Merkel. Und das reicht aus, um das Buch so in die Pfanne zu hauen. Aber hören wir noch mal kurz rein. Ein Buch, das Ekel in mir auslöst. Meine Eitelkeit ist aber groß genug, mich selbst zu dieser herrschenden politisch-medialen Elite zu zählen. Und noch ist diese Elite handlungsfähig.
So, da sagt er also, dass das Buch Ekel in ihm auslöst und dass er froh ist, das steht zwischen den Zeilen, das muss man aber nicht groß interpretieren, dass diese Elite noch handlungsfähig ist. Da klingt also eine Menge Trotz aus den Zeilen, würde ich mal sagen. Tja, ich will nicht viel zusätzlich zu den Bemerkungen von Dennis Scheck sagen. Ich lasse mal diejenigen zu Wort kommen, die sein Statement auch gesehen haben. Das gibt's ja auf YouTube in mehreren Versionen. Ich habe eine gesehen hier, da sieht man diese 1 Minute 06 mit dem Statement zu Max Ottes Buch und darunter sind 200 Kommentare. Ich habe im Schnelldurchlauf nicht einen einzigen gefunden, der positiv ist. Es gibt 13 mal Daumen hoch und 445 mal Daumen runter. Das ist Stand heute Morgen 7.35 Uhr. Eine ganz verheerende Zuspruchsrate. Das Wort darf man eigentlich gar nicht verwenden bei so viel Ablehnung. Da haben die Zuschauer Ekel gehabt und nicht vor dem Buch, sondern vor dem Mann. So, und jetzt mal ein paar Beispiele, was da unter dem Video an Kommentaren steht. Matthias Helbig: Ich habe das Buch nicht gelesen, es muss aber sehr gut sein, wenn es bei dem Doppelkinn Ekel auslöst. Eine Unverschämtheit, ein Buch vor laufender Kamera wegzuwerfen. Das muss ich auch sagen. Ich bin 59 Jahre alt, habe noch ein bisschen alte Schule in der Erziehung mitbekommen. Mein Vater hat mir die Liebe zur Literatur beigebracht, die ist bis heute bestehen geblieben und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, ein Buch wegzuwerfen. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und ein Literaturkritiker, der Literatur liebt, der musste es eigentlich auch nicht tun wollen. Er hat es aber hier vor laufender Kamera getan und er wird schon seine Gründe haben. Raka: Sie lösen Ekel in mir aus, Herr Scheck. Ivan Ochs: Er zählt sich zur Elite, ist er nicht goldig? Dann Mr. Gemi 123: Der Typ, der so sympathisch ist, wie er aussieht und von meinem abgepressten Geld lebt, hat entweder das Buch nicht gelesen oder nichts begriffen, dass er in widerwärtiger Weise eine übelriechende, rotlinksversiffte verbale Schleimspur hinterlässt, typisch für GEZ-Medien. So, dann ein weiterer Zuschauer: Nit allem sich neige. Am Schluss sagt er ist genau hellsichtig. Noch haben er und seinesgleichen die Macht über die veröffentlichte Meinung. Er spürt jedoch, dass seine Zeit abläuft. So lange träumt er von Büchervernichtung und Bücherverbrennung. Ich hätte nie geglaubt, dass wir wieder an diesem Punkt ankommen würden. Randnotiz: Noch, Herr Scheck, das haben Sie gut erkannt. Korn fehlt. Der Scheck ist ein Suppenkasper. Scheck kann weg. Soren Kierkegaard: Ein Ekel löste dieses Buch bei mir nicht aus. Angelehnt an ein berühmtes Zitat von Herrn Reich Ranitzky, der nun doch etwas von Literatur verstand, sei zu der zwangsfinanzierten Sendung zu bemerken: Manchmal ist ein Senderausfall auch eine Bereicherung für den Zuschauer. Also zwischen den Zeilen hätte er das bloß nicht gesagt. Das muss nicht sein, dass man so mit einem Buch umgeht. Das glaube ich nicht. Ein weiterer Teilnehmer: Eine bessere Werbung gibt es nicht für Otto. So, und dass Herr Scheck nicht alleine dieses Buch analysiert und kommentiert hat, das wissen wir. Viele andere Journalisten haben es inzwischen auch getan, obwohl der Buchhandel versucht, dieses Buch auszubremsen. Aber wie gesagt, trotzdem ist es in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 7. Die FAZ zum Beispiel hat sich auch mit dem Buch befasst. Sie hat sich aber einige der Bücher, die zum Thema Crash im Augenblick auf dem Büchermarkt sind, vorgenommen. Und die Schlagzeile zusammengefasst zu diesen Büchern, die lautete: Die Masche der Crash-Propheten. Und da wird natürlich auch das Buch von Max Otte gewürdigt an dieser Stelle. Und da heißt es, ich lese es mal kurz vor: Max Otte präsentiert in seinem neuen Buch abermals viele vermeintliche Übel auf der Welt. Von der unbewältigten Finanzkrise über den fürchterlichen Donald Trump bis zum schrecklichen Euro. Immerhin, Otte ist nicht so sehr auf Endzeitstimmung gepolt, sein Ton ist deutlich weniger appellierend und aufgeregt. So kann man es auch sagen, so hat es die FAZ gesehen. Tja, wenn ich das mal alles zusammenfasse, was wir für unsere addiert 8,3 Milliarden Euro im Jahr für ARD, ZDF und Deutschlandfunk bekommen, wenn wir es nicht zahlen können, weil wir im Gefängnis landen, das haben wir auch schon gesehen, das ist wirklich unterirdisch und das sollten wir nicht länger zulassen. Wir müssen dagegen aufbegehren.